Durch 4 Bundesländer rollte die Oldtimer Rallye und am Samstag war für rund 2 Stunden der Marktplatz von Hunmölzen ein Fahrerlager. 62 Teilnehmer mit ihren Schmuckstücken aus den verschiedensten Zeitepochen waren dabei. Staunend und interessiert begutachteten die Zaungäste das bunte Treiben. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielte, ließ man sich die Laune nicht vermiesen. Die Rallye war eine Premiere zu Ehren des Rennfahrers Rudolf Caracciola. Und wir haben uns Hohenmölzen ausgesucht. Wir fahren also von quer durch Deutschland, also von Dresden bis nach Kassel. In Kassel ist der Rudolf Caracciola beerdigt. Und in Dresden hat er eine Weile gearbeitet als in einem Mercedes-Autohaus. War also der berühmteste Mercedes-Rennfahrer der Vorkriegszeit. Ähnlich wie der Bernd Rosemeyer auf Audi Union. Das waren also die beiden, die sich immer duelliert haben. Und der Rudolf Caracciola ist eigentlich einer von Mercedes der wichtigste Fahrer gewesen. Die Teilnehmer kamen aus der gesamten Bundesrepublik und sind von der Gegend begeistert. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40 km/h hatten die Oldtimer-Freunde reichlich Gelegenheiten, die schönen Seiten Mitteldeutschlands kennenzulernen. Wie war es denn jetzt, die Strecke bis hierher? Schön. Super, ganz toll. Wir müssen uns jetzt mit ein bisschen Wein beruhigen, weil der Spiegel ist jetzt mit den Hormonen so hoch. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt Beifahrer sind, ne? Bis jetzt war ich Beifahrer, jetzt tauschen wir gleich. Wir freuen uns auch, dass wir so ein gutes Feld zusammengekommen haben. Vor allen Dingen, es kommen dann Autos, gerade Mercedes SSK, die man also wirklich nicht in jeder Oldtimer Rallye sieht, sondern sind echte Raritäten, auch vom Kostenpunkt des Fahrzeuges. Und man sollte wirklich heute noch ein schönes Foto machen, weil das, oder mit den Leuten mal sprechen, die sind auch gerne auskunftsbereit. Und wie gesagt, schade, dass es im Moment regnet, aber ich hoffe, dass es wieder aufhört bis um 12. Ja, also das heißt, um 12 wird hier wieder gestartet, geht es hier wieder los? Korrekt, um 12 geht es hier wieder los. Okay, dann wünschen wir toi toi toi, dass alles gut geht, dass alle heil wieder ankommen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, wir hatten, muss ich sagen, um nach Hohenmölzen zu kommen, in den letzten Tagen, also letzten Samstag, sowieso Tag und Nacht gearbeitet, weil wir wollten eigentlich über Breitungen fahren und da ist alles abgesoffen, auf Deutsch gesagt. Und so mussten wir die Strecke kurzfristig wieder verlegen und sind heute dann trotzdem hier. Ich freue mich also, dass es für den Hohenmölzen ein kleines Highlight wird. 3 Tage fuhren die Mercedes, Triumph, Alpina, Elvis und wie sie alle hießen, durch Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Gestartet wurde am Donnerstag. Von Kassel ging es dann nach Eisenach. Am Freitag startete der Corso dann in Richtung Gotha, über das Schleizer Dreieck, nach Zwickau bis zur Zielankunft Dresden. Die 3. und letzte Etappe ging dann von Dresden aus nach Hohenmölzen, Freiburg, durch Langensalza, Mühlhausen und wieder zurück nach Kassel. Ja, was macht eigentlich die Faszination aus, Oldtimer? Oh Gott, das kann ich nicht in 3 Sätzen beantworten. Dann machen Sie es in mehr. Der Geruch, das Fahren, die Technik, die Optik, alles eigentlich. Das Oldtimer-Fahren selber ist natürlich eine archaische Technik zu beherrschen. Es ist eine Spinnerei, schlicht und ergreifend. Man muss wahrscheinlich schon einen ziemlichen Schuss abhaben, wie wir auf Schwäbisch sagen, um das zu machen. Aber wahrscheinlich haben wir den alle. Es ist wie eine Sucht. Wir haben angefangen, indem wir einfach ein altes Auto kaufen wollten zum Sammeln. Ja, und dann, was macht man mit dem Auto? Ja, man fährt dann um die Kirche, langweilig. Und dann, es gibt ein Rallye, dann fahren wir ein Rallye und dann kommt diese Sucht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht wirklich sagen. Es ist faszinierend. Schön. Und wir sehen wunderschöne Teile von Deutschland. So nach und nach füllte sich der Markt nicht nur mit historischen Gefährten. Auch immer mehr Schaulustige bevölkerten den Platz. Wenn es nach Bürgermeister Andy Haug geht, soll ein solches Ereignis kein Einzelfall bleiben. Andy, ein Highlight mal in Hohenmölzen. Ich habe aber jetzt gerade gelauscht, es soll vielleicht doch mal eine Fortsetzung oder was anderes in der Art geben. Ja, das ist richtig. Wir haben ja schon zur Himmelfahrt die Bacher 300 hier gehabt auf dem Marktplatz. Jetzt diese Oldtimer Rallye, immer eine gute Gelegenheit, um Hohenmölzen bekannt zu machen und ein paar Highlights auch für die Hohenmölzen hier in die Stadt zu holen. Das ist richtig. Und was hast du jetzt im Hinterkopf mit dem Herrn Kiesling, wenn ich den Namen jetzt noch richtig habe? Herr Kiesling ist ein Veranstalter einer ganzen Reihe an Dingen und wir wollen immer wieder die Gelegenheit bieten, hier solche Highlights auch in die Stadt zu holen.
Wie viel Zeit opfert man jetzt eigentlich? Nicht für eine Rallye, sondern das Auto muss ja auch ein bisschen gepflegt werden. Ja, gut, aber es kommt immer noch an, was für ein Auto man hat. Bei den älteren Autos braucht man natürlich ein bisschen mehr. Die brauchen ein bisschen mehr Liebe und Zuneigung. Aber auch das gehört mir zum Hobby. Das Wetter macht heute ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Stört es euch sehr? Ja, also es ist, wenn es kalt ist, geht es noch. Aber wenn es anfängt zu regnen, macht es nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber auch da müssen wir durch. Wir haben die letzten zwei Tage Glück gehabt, sind trocken durchgekommen. Und den letzten halben Tag werden wir auch noch durchstehen. Dann wünschen wir jetzt gute Fahrt. Danke. Man opfert ja auch viel Freizeit, ne? Naja, Opfer sehen anders aus, Prost. Das sonst so ruhige Städtchen war für ein bis zwei Stunden in heller Aufregung. Immer wieder rührten die Motoren von historischen Schätzchen durch die Straßen. Nach einer Verschnaufpause machten sich die Oldtimer-Freunde dann wieder auf, um rechtzeitig zum nächsten Stopp in Freiburg zu sein. Die kurze Stippvisite der Premierenrallye bleibt bestimmt vielen noch lange im Gedächtnis.